ist Ancona One. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella? Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an. Aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Condor One, Ende. Okay. Akte, ach ja, und hallo, ja, huch, jetzt Kapitel 3. Bericht über Luis Serra. Name Luis Serra Navarro. Alter 28, Geschlecht männlich. Serras Name tauchte erstmals öffentlich in einem Studentenregister auf. Aus der Zeit davor sind keinerlei Aufzeichnungen gefunden worden. Nicht einmal eine Geburtsurkunde. Mein Ding ist an, ja. Nach Abschluss seines Studiums trat er eine Stelle in Umbrellas Forschungsabteilung an, wo er sich schnell einen Namen machte und sich den Zuspruch seiner Mitarbeiter verdiente. Er war an der Entwicklung mehrerer nicht verschreibungspflichtiger Medikamente beteiligt, die doch allesamt noch vor ihrer Marktreife eingestellt wurden. Liste liegt bei. Ein paar Jahre später verließ Serra Umbrella und verschwand von der Bildfläche. Nach dem Vorfall von Raccoon City bemühten sich Behörden und Regierung, alle Personen mit Verbindung zu Umbrella aufzuspüren, konnten ihn aber trotz intensiver Suche nicht ausfindig machen. Wir glauben daher, dass Serra sich aktiv und mit großem Aufwand um sein eigenes Verschwinden bemüht hat. In Hannigans Handschrift. Nicht verschreibungspflichtige Medikamente? Glaubst du echt, dass Umbrella einen ihrer Besten an irgendeiner Magentablette oder Faltencreme forschen lässt? Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Kapitel 3. Und einen Handgriff. Zur Kirche gehen. Wie soll man jetzt da rankommen? Hallo, ist hier noch eine Person irgendwo? Also wir kommen jetzt ohne irgendeine andere Person, denke mal Hermine, nicht hoch. Also müssen wir jetzt irgendwie anders raus. Bam. Bam, 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 bam. Denke mal, wir müssen hier raus. Ja, Wolski. Hund! Du auch, hm? Pass auf dich auf, Kleiner. Wolfi, wo bist du? Ist jetzt da durch? Warte mal, er ist jetzt weg. Und da durch. Da ist ein Felsen. Gibt's da auch einen Felsen? Ich weiß es nicht, ich sehe nichts. Pass auf. Nicht da reintreten. So, wir müssen jetzt erstmal hier durchs Tor. Ne? Ja. Nicht umsonst haben wir den Insignien-Schlüssel bekommen. Aha, jetzt wird es ein bisschen dunkel. Ist jemand? Ist hier jemand? Hallo? Oh, Schinken. Schießpulver. Fledermäuschen. Bin ich hier schon wieder in dem Dorf? Oder ist es ein anderes Dorf? Warte mal. Toll. Wie viel habe ich denn hier? 8 Dinger. Sieht aber ein bisschen verlassen aus.
doch, hier war ich schon. Jetzt bin ich hier wieder zurück. Ach, natürlich, wir müssen ja jetzt in die Kirche. Was sind die jetzt nochmal? Ach, da. Ich hab einen Schreck gekriegt, hab Gänsehaut. Ja, bin ich eh. Geht aufs Haus. Noch wer? Ja. Er meldet sich freiwillig? Du. Okay. Du musst aber auch schon. Na, sag mal, bleibst du mal stehen? Hä, wo ist er jetzt? Ja, mir ist klar! Mann, jetzt ist man gut hier. Ey, lass mich da mal von den Schreck erholen hier. Wer atmet denn da? Da ist da irgendjemand. Und da auch. Oh, hi. Also manche sind von der Kirche wieder zurückgekehrt. Und aber was Neues hier zum Looten liegt hier nicht. Die da oder was? Ich weiß nicht, ob das passt. Ich weiß nicht, ob das passt. Los, Leon, hast du Magenschmerzen? Das war ja gar nicht die Kirche, die umgekippt ist. War ja das? Kuckuck! Küchenmesser sind auch schon wieder alle und mein Richtschildmesser ist auch gleich wieder alle. Was ist denn hier los? Der ja nicht hier. So, jetzt kann ich hier rein. Ich guck mal auf der Karte. Ach so, hier ist noch was. Wand mit Durchbruch, aber da komme ich ja erst mit Hermine rein. Aua! Wo sind die? Da. Eine Viper.
Gut, diesmal kann man die mitnehmen. Hier ist eine Viper. Eine mittelgroße, ungewöhnlich gefleckte Schlange, die nach Entfernung der Giftdrüsen gefahrlos essbar ist. Kann verzehrt werden, um Gesundheit wiederherzustellen. Oha. Ganz neu hier. Hallo? Sieht die echte Bühnennebel hier. Irgendwas quietscht hier die ganze Zeit. Ah. Okay. Plapp. Illuminados 4:9. Schlaf selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde ich deine Mutter der neue. Was? So werde deine Mutter dir neue nähen. Ja. Mit 7 Zentnern Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deine Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, um deiner Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. Gedeihe. Ach, hier sind die ganzen Köppe. Interessant. Und hier ist der größte Kopf. Was ist das für ein Kopf? Von wem stammt der Kopf? Das ist komisch. Huch. Erste-Hilfe-Spray. Hier muss ich gleich durch. Ist hier noch irgendwas Schönes? Nö. Okay. Du stehst hoch. Ich hab da was, das könnte dir gefallen. Ja, könnte. Du stehst hoch. An den komischsten Orten. Händler-Tipp, die vernünftige Entscheidung. Hast du es satt, dass dir ständig die Munition ausgeht? Dann habe ich das für dich. Den Bolzenwerfer. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wieder verwenden. Besser kann man sein Geld gar nicht anlegen. Und vergiss nicht, dir auch die Rezeptur für Bolzen zuzulegen, damit du deine überzähligen Messer in, du ahnst es, Bolzen verwandeln kannst. Verschwende nie wieder einen Gedanken an Munition. Und das ist noch nicht alles. An den Bolzen kannst du Nährungsminen als Minenaufsatz anbringen und die Waffe so quasi zum Minenwerfer umfunktionieren. Schieß sie direkt auf einen Gegner und sie explodieren auf der Stelle. Schieß auf eine Oberfläche und sie werden zur Nährungsmine. Du verlierst den Bolzen, aber das ist noch allem. Das ist doch allem wert. Mhm. Sieh dich um. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. So, was ist das hier? Vipernjagd. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihm gern ein paar leckere Vipern servieren, bevor es mit ihm zu Ende geht. Während jemand gewillt, mir zu helfen? Auftrag 3 Vipern verkaufen. Gebiet nicht spezifiziert. Okay. Na, eine Viper habe ich ja schon. Willst du die schon mal haben? Willkommen! Ich hab was Neues für dich. Ja, ich frag mich, wo du die ganzen Sachen immer herkriegst. Also, hier war schon mal eine. Nicht schlecht. Und das hier. Danke. Bitte. Überleg gerade hier mit der Kette hier. Gut, die behalten wir erstmal, glaube ich, ne? Was gibt's noch? Verkaufen, tauschen. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ein rundgeschliffener gelber Diamant kann in bestimmten Schätzen eingesetzt werden. Oha. So, dann will ich mal langsam mal tunen. Ich will mal mein Messer wieder. Bist du beeindruckt? Ach, hier ist bei reparieren. An der Kleinigkeit. Probier mal, ob's passt. Probier es mal mit. Haltbarkeit mit Ruhe und Haltbarkeit. Huch. Deine Waffen sind hier, wie du es haben wolltest.
Probier mal, wie sich das anfühlt. Ja. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Ich bin aber wieder arm. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Was denn jetzt schon wieder? Ach, Bolzenwerfer. Hab kein Geld dafür. Kann ich sonst? Stirb mir da draußen nicht weg. Nee, mach ich noch nicht. Nee, warte mal, ich will hier erstmal die Kette machen. Warte mal, ich brauche zwei so eine... Aha. Ja, das wollte ich versuchen hier. Brauche ich erstmal die, denke ich. Ja. Hier, 5000 kostet. Die kostet wie viel? Achso, nee, warte mal. Dann brauche ich so eine Runden. ...3000... ...4000... ...was ist, wenn ich... ...warte mal, wenn ich hier eine blaue... ...blaue ist teurer, ne? Ja, als die rote, ja. Hä? Aber wieso ist die... Wieso ist die denn billiger? Eine blaue 4000 und eine rote 3000. Wieso kriege ich dafür mehr? Verstehe ich nicht. Überleg grad. Ob ich ihnen die schon so geben kann. Aber eigentlich... Ja, ich brauche Geld. Aha. Willkommen. Hier. Was Schönes für dich. Schöne Kette. Buch. Schön. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Ja, wir hoffen. So, jetzt will ich Rezeptur Blendgranate. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Also, das könnte schon mal das eigentlich... Das haben wir extra für dich aufgehoben. Mit Waffen warte ich erstmal noch. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Nein! Wo wollte ich denn? Hier wollte ich. Also, ich überlege, eigentlich reicht ja eine Pistole, ne? Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. So, könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Die hat Angriffskraft 1,0 und die hat 1,10. Aber die habe ich ja schon noch nicht getunt. Nachladegeschwindigkeit. Ich glaube, die verkaufe ich, oder? Verkaufe ich die? Wie viel will er denn da überhaupt haben? Also Rubine für die oder 11.600. Es macht keinen Unterschied. Aber 1000, wir entscheiden, was es uns wert ist. Ah ja, verkaufe ich die. Ein hervorragender Deal. So, und jetzt werde ich die hier tunen. Erstmal. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas hier, wie du es haben wolltest. Probier mal, ob's passt. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Ja, na kann doch. Sein. Komm jederzeit wieder. Ja, ich werde erstmal speichern. So, bis bald. Hier ist nix. Karte. Hier irgendwo. Ach so, das ist ja das. Da ist ein Nest. Ein Nest! Wer stöhnt denn hier so? Ach, bin ja hier schon an der Kirche. Eine Kirche, das muss sie sein. Das ist auch.
Wir werden mal leise von hinten. Von hinten lässt sich's immer am besten pieken. Ja, ja. Machst du da? Kackern? Ich würde lieber draußen kacken gehen. Besser, steht das hier nicht so. So. Wer war denn da drin? Dracula? So. Naja, hier ist auch ein Friedhof. Ist ja klar, dass er hier so eine toten Dinger haben. Ja. Bisschen noch irgendwas. Nest oder so. Ist das da ein Nest? Nee. Nee, nee, nee. Oh, Leon. Verdammt. Nimm dein Bein. Du kommst durch. Condor One an Basis. Die Kirche ist versiegelt. Und Baby Eagle? Negativ, noch nichts. Aber die Verriegelung hier ist nicht von schlechten Eltern. Verstehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Oh, sie ist hier. So viel ist sicher. Ich sehe, was sich tun lässt. Condor One, Ende. Die ist da 100 Pro drin. Ring mit rotem Edelstein. Sehr schön. Kann ja gleich einen Verlobungsantrag machen. So, ist hier irgendwo ein Nest. Oh nee. Nee. So, wir brauchen so ein Ding. Das wir nicht haben, natürlich nicht. Müssen wir uns wiederholen. Wir kommen hier rein. Das ist mir aber auch neu. Karte des Seeufers. Ein Störenfried von außerhalb ist nach dem Mädchen gekommen. Schließt in der Kirche und wartet auf euren Befehl unseres Herrn. Verschließt die Kirche und versteckt den Schlüssel in der Höhle auf der anderen Seite des Sees. Die Reparatur wird sich des törichten Eindringlings annehmen. Der See. Hoffentlich wartet da nicht wieder irgendeine Überraschung. Leon, wo denkst du hin? Warte, was steht da? Sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Oh Mann, die verraten sich ja alle selber, ey, mit den ganzen Tipps. Ein gelber Diamant. Wie toll. Hier. Mal bevor ich da runter gehe. Was ist das? Hier ist er. Nee. Will ich einfach nochmal draußen gucken. Hier ist da auch noch was, oder nicht? Nee, da geht's bestimmt weiter. Nee, dann gehe ich doch mal da runter. Halt. Aber ich dachte, er wäre wert. Ach so. Ach so. Ach so ist das also. Naja, dann kann ich auch hier lang.
Weil ich muss überall lang, um zu gucken, ob hier irgendwo eine Puppe ist. Siehst du? Da ist zum Beispiel ein Schatz. Und ein blauer Zettel. Ein eleganter Haarschmuck. Wozu brauchen die das alle? Die sind doch eh hässlich. Grabschänder, diese verräterischen Zwillinge verdienen es nicht, in Frieden zu ruhen, denn sie haben sich dem bösen Kult angeschlossen. Kann nicht jemand, irgendjemand die Wappen auf ihren Grabstein zerstören? Auftrag, die Wappen auf den Gräbern zerstören. Gebiet Kirche. Belohnung, 2 Spinelle. Also muss ich jetzt nochmal auf den Friedhof und da irgendwelche Zwillingsgräber zerstören. Okay, mache ich das mal. Wenn wir hier schon sind, wa? Zwilling, Zwilling. Z. Aha. Aha. Hier, da, oder? Ah, das sind sie. Yay. Hab ich. Okay. Okay. Da hängt ja noch was. Sehr schön. Hier ist auch noch ein Nest. Ach gut, dass ich hier nochmal langlaufe. Na. Ein Hühnerei. Aha. Welche Krähe hat ein Hühnerei geklaut und sich das darauf gepackt? Na gut, jetzt wird hier erstmal nicht mehr sein. Denke ich. Und jetzt wollen wir auch mal weiter. Gehen wir hier gleich durch. Obwohl, warte mal. Da war da noch was. Eine Leiter. Aber. Eine Blindgranate. Interessant. So. Muss mal gucken, wie viel ich hier überhaupt habe. Ich brauche erstmal. Ja, das könnte ich. Why not? Hm, hier habe ich zu wenig, komischerweise. Und hier auch. Na toll. Na denn? Lago. Sie. Ach, wirklich? Na komm her. Komm her, ich bin schon jetzt zappeli hier. Bin ich schon wieder halb tot. Das bisschen Feuer da. Ich bin da, ja. Warum trifft er mich? Einer weniger. Einer nur? So. Oh. Das ist der Team, Betty. Nope.
Geht doch. Zwei in ein. Wie sehe ich aus? Naja, hellgrün. Drei soll ich ja abgeben. Naja, noch bin ich nicht rot. Warte lieber noch. Komme ich jetzt hier hoch? Ach, da ist ein Leiter. Ich bin kein Asshole, bist selber eins. Uiuiuiui. Ja, nee, ist klar. Ende. Kann ich mal auch ein bisschen... Ja, wie war es wohl, ja. Kann ich auch mal ein bisschen freundlicher anfangen werden? Oh, Leute. Genau. Steck dich mal noch selber an Brand. Ah, da hab ich's ja schon. War hier nicht noch irgendwas zum Ludi-Tudi machen? Kiste. Und da hängt was. Ist da irgendwas? Da runter, ja. Hä? Was ist denn das jetzt? War doch was lila nicht? Liegt das jetzt da unten oder was? Irgendwas habe ich doch hier gehört. Oh cool, ich habe jetzt ein Küchenmesser. Okay, ich glaube, hier könnte ich raus, aber hier will ich mich oder rein oder vielleicht auch zu. Es ist zu. Aber ich will trotzdem immer gucken, ob da nicht trotzdem noch irgendwas ist. Hier ist nichts. Hello again. Gut, dann halt nicht. Mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Du?
Mit deinen Beinen. So. Kampf den Medaillons 2. Gibt es irgendjemand, der diese blauen... Ja, okay. Steinbruch, Fischfarm. Okay, muss ich auch aufpassen hier. Hier schon irgendwo was. Oh. Gucke mal. Wollen wir mal probieren. Yes. Kommt gleich noch ein Hund. Na komm her. Kannst du mal da. Ah, jetzt ist er mit seiner Schnauze im Boden stecken geblieben. Sieht gut aus. Hält mir. Sieht echt wunderbar aus. Wie ein Schnabeltier. Uah, opa Knut hier. Okay. Ach, hier ist... Hier ist auch gleich da... Ein pinkes Spindelchen. So, wir gucken mal nach. Hey, da mir ist noch was. Hier sind noch. Ach, da! Das habe ich ja nicht gesehen. Da habe ich schon mal gleich auf die Krähen geguckt hab und. Ja. Geht nicht? Geht auch nicht. So, schon wieder unser Kumpel. Mann, ich denke mal, hier ist irgendwas noch. Aber ich höre auch nichts. Hallo? Warten. Sechseckiges Teilstück, ne? Ist bestimmt von der Kirche, ne? Also, ein Stück. Ein Teilstück von der Kirche. Was macht das hier? Nee, das muss irgendwas anderes sein. Wo muss ich überhaupt hin? Also, was ist hier der Weg? Also, eigentlich schon hier, ja. Zwischenziel. Und das hier ist der Wegschrein. Ach ja, das ist ja das. Okay, hier muss ich gleich weiter. Alles klar, alles klar, alles klar. Gut, 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 gut. Kann ich runterspringen? Komme ich auch wieder hoch? Nein. Ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Echt? Habe ich schon alle Schlangen? Ich habe nur zwei. Ja, wie will er das sehen? Der kann ja meinen Koffer kicken oder was? Hier ist irgendwie was, eine Puppe. Aber wo ist sie? So dunkel hier.
Oder ist sie von außen irgendwo? Hier ist auf jeden Fall eine Puppe. Ach da. 3 von 16 habe ich schon. Was wollte ich jetzt? Okay. Oh, schön. Schön. Aber wir haben noch kein Boot. Kommen wir bestimmt wieder an, wenn wir beim See waren. So, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Herr Dealer, wie komme ich jetzt wieder zu Ihnen? Bandit. Ach, hier ist eine Leiter. Ey, die sieht man ja nicht hier. Läuft hier immer vorbei. Oh, Wasser. Werde ich ganz fuchsig. So, Herr von und zu. Hast einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Aha. Frag mich gerade, wie seine Abteilung heißt. Vom Dealer. Händler-Tipp, hol dir dein Geld zurück. So schön sich deine unbenutzten Waffen auch als Staubfänger eignen, wie wär's, wenn du sie verkaufst und mit der Extra-Kohle eine Waffe aufpolierst, die du tatsächlich benutzt? Wenn du eine gut getunte Waffe verkaufst, bekommst du nahezu alle Ausgaben, die du in ihre Verbesserung gesteckt hast, zurück. Es gibt keinen Haken, Partner. Wir wollen nur dein Bestes. Dann hängst du mir doch alles gleich und das ist gut. Wollen wir dir die ganze Mühe hier machen? Ha, einsame Spitze, Fremder. Ach, das ist ja die Aufgabe, stimmt. Die habe ich geil gemacht. Wofür kann ich dich begeistern? Naja, indem du mir alles gibst. Eine unendliche Raketenwerferrakete. Die da, do, die da, do, da. Also, erstmal will ich mal gucken, tauschen. Schatzkarte, da, da, da. Okay, brauche jetzt nicht so verkaufen. Hier. Eine antike Taschenuhr. Ich kaufe fast alles. Fast? Du kaufst alles. Besten Dank. Die kann man auch nicht verschönern, also verschmuckelisieren. Also weg ein damit. Hervorragender Deal. Ein Ring, den man seine geschichtsrechtliche Vergangenheit förmlich ansieht, lässt sich sicher verkaufen. Besten Dank. Bitte. So, hier fehlt mir noch eine Viper. Oh, dann will ich mein Messer nochmal reparieren. Wenn du auch gute Arbeit, wenn ich das mal so sage. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Ja. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. So, jetzt bin ich wieder arm wegen dir. Obwohl, das hier geht noch Magazingröße. Für den eigenen Bit. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Was hast du denn hier eigentlich auf Lager? Weiter. Komm jederzeit wieder. Ja, auf Wiedersehen. Das mache ich später. So, jetzt einmal durch die Tür hier. Wir wollen ja hier mal aus dem Knick kommen. Absolut. Was war das? Eine Seegurke. Ja, jetzt wird's ernster. Hast ja eigentlich so eine Wasserviecher, ey.
Oder da. Blau. Lizenzieren. Ist hier noch was blau? Warte mal. Ja, da hinten irgendwo noch. Oh, noch eine Aufgabe. Wenn das Bootsbenzin aus... Achso, das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator an Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Jeder nimmt nur so viel, wie er braucht. Warte mal, wo geht's denn hier hin? Halt, stopp, da will ich noch nicht hin. Hier geht's bestimmt weiter bei der Fischerfarm. Guck ich mir hier erstmal nochmal um. Hier wird gekocht und gefischt. Ich brauche ja erstmal das Benzin hier. Habe ich nicht. Komm also. Schon, füllt wenigstens das Benzin nach. Ach, die sind viel zu blöd, um sowas nachzufüllen. Was ist das hier eigentlich? Ach, dafür, wa? Aha, fehlt mir aber noch eins. Da fehlt mir noch eins. Ist auch noch nie drin. Küchenmesser, sehr schön, sehr schön. Sehr gut. Ja, dann kann ich erstmal wieder hoch und dann ins Fischerdorf. Ich muss hier einmal ein bisschen aufräumen. Halt, ich will hier aufräumen, bevor ihr mir hier auf den Senkel geht. Kann ich hier was? Ja, kann ich. Cool. Okay, mehr kann ich einmal nicht mehr erstellen. Wie geht das nochmal? Ach ja. So. Nein, was mach ich denn da? Manchmal verstehe ich den Sinn hier nicht. So, das Messer kommt hier so. Hm. Hier, noch ein Messer. Obwohl, das kann hier erstmal bleiben. Ja. Wo ist der Fisch? Ach, du dicke bisschen. Ach. Geht aufs Haus. Das wird laut. Geht aufs Haus! Ich hab die... Mann! Was ist denn der? War ja nicht wahr.
Noch wer? Natürlich die hier. Ja, ich hab doch gedrückt! Ich hab doch wieder gedrückt! Boah! Ach ja, Mann, der Fisch. Fisch nervt mich. Wieso braucht der drei? Hä, der kann doch der. Hä? Ach nee. Ach nee. Jetzt weiß ich, was der Fehler ist. Stopp. Na. Geh doch mal hier hin. Sag mal. So, Fisch, komm her. So. So, wo gehe ich jetzt erstmal hin? Hier ist ein Sniper. Eine Viper. Sniper. Guck mal wieder. So. Okay. Hier ist ja noch eine. Doch mal jetzt! Oh, öffne deinen blöden Koffer jetzt! Ich hab jetzt ja nicht mitgekriegt hier. Bleib liegen, Penner. Mann! Boah. Oh, Leon, heil dich! Oh, ich schwitze. Ich nehm Fisch. Fisch. Oh, geil. Aus dem Weg! Wow! Shit! Oh, Junge! Komm schon. Alter! Fisch, wo bist du?
Toll. Geht doch. Oh. Sind ja eine Hektik. Oh. Na. Doch. Eine Hektik, Bumpektik. Na, eine kann ich ja schon mal essen, oder? Ach nee, ich bin ja noch grün. Ich kann nicht mehr aufladen, das ist nicht gut. Beinahe weg wieder hier in der Rand. Ey, Junge. Ach, du bist jetzt mal. Aha, interessant. Da ist also das Benzin. Warte mal, jetzt nehme ich mir mal noch nicht. Ich habe nämlich so eine Ahnung, dass wenn ich das Benzin nehme, dann kommen sie ja alle und wollen mich massakrieren. Da habe ich keine Lust drauf. Erstmal hier, erstmal. Kleiner Schlüssel. Schon wieder? Erstmal hier, erstmal. Den Loot einsammeln. Hier hinten die Uschi, wie der Typ, der Pfeil geschossen hat. Oh, ich hab... Wo ist Fisch? Ach ja, ich bin Fisch. Ich hab's im letzten Moment piepen gehört, ey. Och man, Kashali, du bist gerade ein bisschen out of order. Warum eigentlich? Da. Alter, stirb doch mal jetzt. Was ist das? So. Ja, ich bin noch daneben, genau. Oh, lad doch jetzt nicht auf, Mann! Jetzt lädt er schon wieder auf. Oh, lad doch endlich auf. Oh, lern mal zielen. Komm mal. Fall endlich runter hier. Lebt ja immer noch, die doofe Kuh. Mann, bleib doch mal still, du Henne! Komm ich hier hoch? Ich sag, die war ja nicht mehr. Oh. Jetzt habe ich aber Faxendicke hier. Habe ich echt nichts mehr? Hier ohne... Alter, immer das Uffi-Lade. Hier quietscht wieder irgendwas. Warte mal, warte. Ah, hier. Oh nö, komm ich da nicht mit dem Messer ran? Oh, Leute. Oh Leon, Alter, streck bloß deinen Arm nicht ein bisschen besser aus. Nein, mach das nicht, ey. Oh Junge.
Oh no. Komm ich jetzt da hin? Ist ja auch noch was. Na, eine dicke Pfeife. So, jetzt habe ich mich verirrt. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier ist ja... Ach nee. Fischerfarm. Bootsbenzin. Toll. Oh, da, die geben mir alle... Hier muss ich hin. Ja, ey. Na, das ist doch schon mal was. Hm. Sagst du was? Das Nest. Geht ja nicht anders. Dankeschön. Eins verschossen und die ganze Packung wieder zurück. Alter, war ein Fisch. Fisch! Hier irgendwo ein Fisch gehört. Fisch? Fischi, Fischi? Da. Blub, da. Da ist einer. Oh, wie das aussieht, voll nice. Nee. Ach, egal. Geh mal wieder zum Boot. Jetzt kommt nämlich gleich die Seegurke. Ugh.
Er wirft ja trotzdem. Hast du einen Mordshunger, ha? Bin doch. Mist! Noch so ein Zusammenstoß hält das Boot nicht aus. Ja, das war das Kapitelende. Oha, schleichender Beifall. Quatsch, B-Fall meine ich. Laien, Gutachter, Blutgedärm und so. Und wir haben die Figur gefunden. 1-6, getötete Gegner 44, Tode. Bla bla bla. Ja. Der ist eigentlich Male Schaden erlangt. Ach so, 23. Maler habe ich Schaden erlangt. Was meinen sie damit? Ach so. Genauigkeit. Ja. Also die Kirche haben wir ja, wie gesagt, erreicht. Nur, wie kam die drin? Jetzt haben wir das so, die Seegucke da getötet. Und nun sind wir jetzt beim Ende von Kapitel 3. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, ein Daumen. Und alles, was ihr da haben lassen könnt, lasst einfach da. Dankeschön für die Spende. Bis zum nächsten Mal. Euer Strawitchen.